Frostiges Gebirge erwartet uns und einen Bosskampf haben wir ebenfalls wieder hinter uns gebracht. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Wario Land Super Mario Land 3. Ja, ihr könnt euch ja daran erinnern, dass wir hier diese wunderschöne Welt freigespielt haben. Und ich finde, wir gucken doch mal, was uns hier erwartet. Also seid ihr bereit? Sehr schön, zieht euch warm an, denn hier scheint es frostig kalt zu werden. Gucken wir mal. So, erstmal sehe ich hier... Ah, scheiße. Ja, das war jetzt etwas unklug, das war etwas dumm. Aber kann man nichts machen. So. Oh, vorsichtig. Böse Vögelchen. Wir wissen ja, Vögelchen sind böse. Haben wir ja schon das letzte Mal festgestellt. Hau bloß ab. Ah, kann ich nicht werfen? Das ist ja doof. Okay, jetzt kann ich sie werfen. Ladadadadadada. Ein bisschen Geld nehmen wir natürlich auch mit. Du, verpiss dich, du Vögelchen, du. Ich mag keine Vögelchen. So, da gibt's Knoblauch. Knoblauch ist... Ah! Ja. Gut, wenn man vorausgesetzt, man ist nicht so dumm und man fällt runter. Egal, gucken wir nochmal von vorne. Wo ist das Problem? Wir haben ja noch genügend Leben, also alles gut. Alles also noch in Ordnung. Hau ab und gib mir das Geld. Weg mit dir. Das Herz nehmen wir auch nochmal mit. Neue Leben können wir immer gut gebrauchen. Vögelchen wird gekillt, einfach aus Prinzip. So, zack. Weg mit dir. Ach, ich liebe es, Gegner zu schubsen. Das macht so einen Spaß. Warum konnte man das bei Mario nicht schon? Aber gut, Mario ist eben halt der Held, ne? Wir haben Wario. Er ist halt der Anti-Held. Macht viel mehr Spaß, mit ihm zu spielen. So, diesmal falle ich da aber nicht nochmal runter. Hello, geh weg. Varios Ram-Attacke hat ja schon seine Vorteile. Zack. Schwung ausgenutzt und weg ist er. Ey, komm, das ist jetzt ja wohl Cheating. Blödes Vieh. Geh weg. So, haben wir wenigstens schon mal einen Checkpoint. Wow, das war knapp. Ich dachte schon, der Sprung klappt nicht. So. Hallo, Vögelchen. Da bist du platt, wa? Boah, bloß nicht hier runterplumpsen. Aber ich finde es cool, dass sie die Originalmelodie oder die Titelmelodie hier immer wieder benutzen. Typische Wario-Melodie. Toll, für ein Herz bin ich jetzt hier runtergesprungen. Ich dachte, ich kriege jetzt hier wenigstens einen Knoblauch oder so. Natürlich nicht. Man kann ja nicht alles haben. Du geh weg. Du störst. Oh Gott! Ja, das konnte nur schief gehen. Das konnte ja jetzt nur schief gehen. Gut, dass wir den Checkpoint haben. Gut, dass wir den Checkpoint haben. Aber ätzend ist es trotzdem. So. Komm her, Vögelchen. Zack. Kommt nur her. Ich grille euch. Ich brauche eh noch was zum Mittag. So, so ist schick. Jetzt nur nicht da runterfallen. So, da ich ja weiß, dass da unten jetzt nur Herzen sind, lassen wir die Herzen mal Herzen sein. Und konzentrieren uns einfach darauf, erstmal hier durchzukommen. Oh, hoffentlich geht das nicht schon wieder schief. Aber gerade so. Okay, die Vögelchen hier sind echt scheiße. Ach, Wario, was machst du denn da? Oh, ich mache alles, was ich will. Ja, okay, meine Wario-Stimme ist scheiße, ich weiß. Egal, nimm mir mit. Wer braucht schon KFC? Kann ich mir auch selber machen, indem ich sie einfach flambiere. So, da haben wir schon mal unser Leben wieder drin. Immerhin etwas. Einfach laufen. Nicht stehen bleiben. Ich hasse diese Vögelchen, Leute. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Dabei bin ich doch immer so gut zu Vögeln.
Ich gebe denen Wasser, ich tue ihnen nichts, aber nein, sie müssen mich natürlich unbedingt knuddeln. Dabei haben wir doch schon unsere Katja, die reicht doch. Die knuddelt mich doch genauso dauernd. Aber die ist deutlich netter zu mir. Meistens jedenfalls. Wenn es jetzt nicht gerade darum geht, dass ich keine Let's Play-Videos hochgeladen habe. Sonst kriege ich wieder Dresche. Okay, Spaß beiseite. Wir müssen ja Katja nicht immer so schlecht darstellen. Ist halt ein altes Spiel zwischen mir und ihr mittlerweile geworden. Aber ich find's cool. Es freut mich ja auch, dass sie auch meine Let's Plays gucken mag, genauso wie auch einige andere von euch. Ich hasse diese Sprünge. Ich hasse diese Sprünge, die sind scheiße. Also die Stelle ist wirklich ekelhaft. Hoffentlich gehe ich jetzt nicht Game Over. Das ist jetzt das Letzte, was ich gebrauchen könnte. Geh weg, Vögelchen. Gib kein Wasser mehr für dich, wenn du frech wirst. Du, 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 du. Na, du kommst mal mit. Haha, Vögelchen besiegt! Das ist so mies, wenn man getroffen wird. Das ist so mies. Mies! Scheiße, ey. Oh Mann, ich sehe schon, komm, das Alpha Yoshi wird hier ganz, ganz viele leben lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenigstens schön zu sehen, dass ich mein Item trotzdem behalte. Selbst wenn ich klein bin. Blödes Vögelchen. So, dich nehmen wir auch nochmal mit. Geh weg. Dam, dadam, dadam, dadam. Zack. Haha, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht, Vögelchen. Geschafft. So. Puh. Endlich Marie rübergekommen. Was ist da drin? Nee, ich glaube, ich bleib beim Flammenwerfer. Vorsichtshalber. Hello. Ui, hier sieht's rutschig aus. Boah, bloß nicht da runterfallen. So. Erstes Level. Geschafft. Wird zwar wahrscheinlich sich nicht lohnen, aber versuchen kann man es ja trotzdem. Kriege ich Geld? Nein, mir wird das Geld sogar noch abgezogen. Warum? Na gut, viel Geld war ja eh nicht zu holen. Immerhin habe ich jetzt meine 16 wieder drin. Mal gucken, kann ich es wenigstens noch verdoppeln? Das wäre doch schön, das wäre nice. Gucken wir mal, aber wahrscheinlich werde ich nicht so viel Glück haben. Ja, okay, es bleiben bei 8 Münzen. Okay, ist ja gut. Armer Wario. Also so wird das nichts mit unserer Kohle. Mir fehlt immer noch ein Schatz. Ich meine, auf 100% glaube ich nicht, dass ich das schaffen werde. Aber ich werde gucken, was ich finden kann. So. Einmal alles flambieren. Als ob der mich noch getroffen hat. Das war Cheating. Oh, guck mal. Ein freches Pommelhof. Pum, 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 Pommelhof. Pummel, 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 pummel. Oh, da sind wohl einige Gegner eingefroren worden. Dü, dü, dü. Weg mit dir. Lass mich da durch. So, einmal hier runter. Also ich habe ja schon gesehen, hier gibt es einen Secret Exit. Mal gucken, ob wir den auch gleich direkt finden können. Oder ob wir wie beim Reisstrand was Bestimmtes erledigen müssen, um das zu können. Ich lasse den mal noch da oben, nur für alle Fälle. Hier ist doch bestimmt ein Geheimgang versteckt, oder? Nicht?
Komm her, du möchtest gern Pummeluff. Und du da? Kannst mir auch deine Münze geben. Sehr schön. Oh. Ein alter Freund hat sich hier blicken lassen. Aber mit denen will ich nicht spielen. Der ist böse. Du. Hello. Haha, da hat's gepiekst. Nee, den Knoblauch möchte ich nicht. Den lasse ich mir noch, hebe ich mir noch auf. Aha. Ah, Moment. Könnte das funktionieren? Okay, ich brauche den Feuerspucker. Den Feuerspucker. Und ich glaube auch zu wissen, wo der ist. Kann ich den mir nicht... Doch, genau. Genau. Ah, okay, das war jetzt nicht so geil. Ich habe doch vorhin den Feuerspucker zurückgelassen. Mit ganz viel Glück kann ich den mir wiederholen. Gucken wir mal. Habe ich Glück? Ist er noch da? Ich mag diesen kleinen Sack da unten nicht. Der ist böse, der ist... Alter! Sei mal nicht so gemein zu mir. Ich will doch nur meinen Flammenwerferhelm wiederholen. Bitte sag mir, dass der noch da ist. Genug Zeit habe ich ja noch. Also sollte das locker mühelos funktionieren, dass ich ihn mir nochmal hole. Ach, siehst du, er ist sogar noch da. Sehr schön. Ich denke mal, da war auch das Secret Exit, denke ich mal. Wir werden es ja gleich sehen. Jetzt muss ich ja nur aufpassen, dass mich nichts killt. Also irgendwas trifft, besser gesagt. Zum Beispiel dieser Hyopai da unten. Der soll immer ganz besonders angriffslustig sein. Du. War schon wieder gut Münzen gesammelt. Sollen wir denn da jetzt sonst rankommen? Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass ich damit das jetzt kaputt machen kann, aber... Was ist das denn? Wieso geht das nicht? Das ist ja scheiße. Oder muss hier erst was getriggert werden? Ah, okay, toll. Ich hätte das Ding ja gar nicht verlieren brauchen. Okay. Okay, dann eben halt so. So, da gab's ein One-Up. War das jetzt echt der normale Ausgang? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Na, dann gucken wir mal, ob wir das Geld noch ein bisschen verdoppeln können. Kohle? Yay, Kohle! Mama Yoshi wäre stolz auf mich. Na, kriegen wir es noch verdoppelt? Ja, nice! Das gibt doch Kohle! So, noch schöner wäre es, wenn wir das noch verdreifachen können. Habe ich Glück? Habe ich Glück? Nein, natürlich nicht. Okay. Das kommt davon, wenn man so gierig ist. Moment, da ist ein Secret Exit und da ist ein Secret Exit. Also, die Exits interessieren mich jetzt. Irgendwo ist hier ein Secret. Und das Secret will ich finden. Und ich glaube auch eventuell zu wissen, wo es ist. Ach, schade. Ich kann... mich da nicht reinquetschen. Ich hätte nämlich jetzt sonst gedacht, dass auf der einen Seite dann ein Secret ist, aber gut. Obwohl, warte mal. Könnte es sein, dass diese Blöcke vielleicht verschwinden später?
So, fliegen macht sowieso viel mehr Spaß. Zack, 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 zack. Weg. Immer her mit der Knete. So, zack, zack, zack. So, da wir ja nun wissen, dass das andere Schalter sind. Weg mit dir. Weg. Du kannst da bleiben. Dum, dum, dum. Bisschen Geld nehmen wir natürlich immer mit. Weg mit dir. Du brauchst gar nicht denken, dass du mir davon kommst. Tschüss. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Weg mit dir. Okay, hier ist leider nichts. Schade. Ach, schade. Es hätte ja sein können. So, dann haben wir jetzt hier schon mal die Halbzeit erreicht. Und da ist er weg. So, jetzt sind wir aber wieder hier, aber da ist nicht der Ausgang, den ich suche. Das heißt, hier muss es noch irgendwo weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Hm, sehr komisch. Ich werde jetzt mal meine Theorie überprüfen, ob das am Anfang wirklich das ist, wofür ich es gehalten habe. Ist, glaube ich, der einfachste und der sicherste Weg. Oh, was haben wir denn hier? Ach, sieh mal einer an! Secret gefunden! Gut, war nicht unbedingt dort, aber hier. Ab. Seht ihr, wer ein Secret sucht, der wird auch ein Secret. Was? Ah, hier ist wahrscheinlich ein Schalter versteckt. So, und jetzt sollte ich rein theoretisch praktisch genau da unten lang gehen können. Aber vorher sacken wir natürlich das ganze Geld noch ein. Ich meine, es ist Kohle, Leute. Die können wir nicht einfach liegen lassen. Wario braucht ganz viel Geld. Und da ich dafür gleich 10 Münzen ausgeben... Oh, ernsthaft jetzt? Wario ist zu fett. Der kommt da nicht durch. So, danke fürs Herz. Toll, keine Münze. Gut. So, Secret Exit gefunden. So, mal gucken, ob wir das Geld vielleicht dieses Mal verdreifacht kriegen. Nein, es wird uns gleich wieder direkt halbiert. Na toll. Wunderbest. Ich habe einfach kein Glück bei solchen Minispielen. Ach, komm schon. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war wohl nix. Naja gut, immerhin haben wir es nur maximal halbiert. 30 Münzen sind ja trotzdem 30 Münzen, ne? So, haben wir noch Zeit? Eigentlich ja... Ach, kommt! Ein Levelchen machen wir noch. Ein Levelchen machen wir noch. Was bist du denn für eine hässliche Gewitterwolke? Geh bloß weg! Sonst trifft... Ah! Alter, was bist du denn für ein kleines ekelhaftes Vieh? Nix wie weg. Du bist aber ganz schön gemein. Du bist gemeingefährlich. Geh weg. Dich kann man doch bestimmt killen, oder? Wow. Nee, kann man offenbar nicht. Okay. So viel zum Thema süßer kleiner Igel. Hat sich erledigt. Weg mit dir. So, gucken wir mal, was sich hier verbirgt.
Willst du frech werden? Willst du frech werden? Gut. Wollte schon sagen. Dachte schon, du wolltest irgendwas sagen. So, gehen wir da mal hoch. Denkst du auch, mit deinem Messerchen bist du cool, wa? Hier, ich zeig dir, wer cool ist. Nämlich Wario. Der ist cool. Du. So, aber damit haben wir schon mal ein Secret Exit gefunden. Und im nächsten Level gibt es auch noch ein Secret, Leute. Kaum zu glauben, ist aber wirklich so. Könntest du da jetzt mal bitte runtergehen? Danke. Was haben wir da? Oh, der Helm, das ist gut. Der Helm. Als ob ich ihn jetzt ins offene Messer gerannt bin. Als ob. Naja, egal. Gab wenigstens ein One-Up. Geld regiert die Welt. Oh, was sehe ich denn da? Ein Schlüssel. Und wo ein Schlüssel ist, ist auch ein Secret. Fragt sich nur wo. Wollen wir mal gucken. Also, wir haben hier also einen neuen Schatz, den wir finden können. Gucken, ob Alpha Yoshi den auch finden kann. Hau ab, Vögelchen. Du hast mir schon oft genug die Tour versaut. Ich muss hier nur aufpassen, weil hier ist es scheiße glatt. Haha, nix da, Vögelchen. Jetzt muss ich nur noch das passende Schloss dafür finden. Alter, ich krieg hier Angst. So, könnte das hier sein? So. Es könnte eventuell hier sein, ja. Oh, oder auch nicht. So, nur für alle Fälle. Und abwärts. Bisschen Geld kann ja nie schaden. Ich glaube, der Checkpoint wäre jetzt auch keine schlechte Idee. Vergiss es. Ach, das ist ja interessant. Uah! Alter, du bist aber eine böse kleine Gewitterwolke. Nichts weg. Lass mal hier dein Dönerwetter runter. Ja, hier. Genau hier. Genau hier sollst du es machen. Danke für die edle Spende. Oh, das war aber gerade knapp. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich nämlich schon dran vorbei bin. Lassen wir dich hier mal kurz liegen. Nein! Ach komm! Das ist doch jetzt Verarschung. Nein! Und natürlich mit Schlüssel abgekratzt. Natürlich! Scheißdreck! Ja, meine lieben Yoshis, ich würde sagen, für diesen Part war's das. Super schief gelaufen, aber dafür werden wir im nächsten Part weiter gucken, ob wir das Geheimnis des Schlüssels entdecken können. Also, aus Däumchen gedrückt, Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht zu vergessen, um nichts zu verpassen. Und dann gucken wir mal, was für einen Schatz wir hier rausholen können. Bye, bye, euer Drake. Yahoo!